Hello, hello, hello. It's Unboxing Time im März. Die erste Buchbox ist angekommen. Und zwar ist es die Schmökerbox. Ja, so, die Schmökerbox. Vorne kann ich nicht zeigen. Na gut, vorne ist meine Adresse drauf. Und die machen wir jetzt auf. Auch hier weiß ich schon wieder, welches Buch darin ist, beziehungsweise ich habe recherchiert und glaube es zu wissen. Darüber hinaus weiß ich nichts. So. The magic happens. So, das Thema ist, was wäre, wenn? Spoilercard gucken wir gleich, wenn wir ausgepackt haben. Was da wohl drin ist. Ich vermute ja mal was aus Glas. Vielleicht ein Trinkgefäß aus Glas. Wäre ja nicht so, als wenn wir in letzter Zeit nicht viele von diesen Dingen schon bekommen hätten. Oh, aber das. Oh, nein. Oh, nice. Pack es erstmal aus. Das ist auch mal fies, ne? Ich mache, oh, oh, und du siehst nichts. Das ist wirklich cool. Und zwar ist es eine kleine Flasche, die so mit dem Henkel den Anschein einer Milchkanne erwecken will. Tatsächlich ist es Edelstahl mit, also Edelstahl, würde ich sagen, Thermoflasche, Crystal Blue von Green Gate. Not dishwasher safe, not microwave safe. Also nur mit der Handwäsche zu waschen. Hier mit dem Deckel. Oben ist aber mit Holz. Ah, das ist ja cool. So sieht's aus. Schöne Größe. Was wird das sein? Ob das ein Liter ist oder na 0,75 vielleicht? Aber mehr als ein halber Liter würde ich schon sagen, dass es ist. Das finde ich ziemlich cool. Ist auch schön dicht. Das gefällt mir gut. So. Es geht weiter. Ah, okay, da sehe ich was, womit ich nichts anfangen kann. Und zwar haben wir hier, mal gucken, was das zu tun hat mit dem Buch. Oder ob das Werbung ist oder keine Ahnung. Wir haben hier einen Lippenpflegestift. Laverna Naturkosmetik Protect and Repair. Free of Mineral Oil. Ja, das ist ja natürliche Regeneration für schöne Lippen. Habe ich glücklicherweise, da bin ich von der Natur gesegnet, ich habe überhaupt kein Problem mit trockenen Lippen oder spröden Lippen, deshalb benutze ich solche Sachen nicht. Aber gut, das kann man vielleicht noch verschenken. Ist ja unbenutzt. Bleibt bei mir unbenutzt. Das ist, auch wenn man sonst alle möglichen Baustellen hat, aber das gehört glücklicherweise nicht dazu. Ich habe weder trockene Lippen noch trockene Hände. Also auch Handcremes sind bei mir ein verschenktes Geschenk, weil ich einfach keine Handcremes benötige. Ich weiß, Freunde von mir, die haben ständig gerade im Winter trockene Haut, rissige Hände und so. Ah, man kann ja nicht alles haben. So, es geht weiter. Oh, was ist das? SpongeBob. Kitchen Sponge. 100% plant-based. Ein Küchenschwamm. Das wiederum kann ich natürlich gebrauchen. Ah, schade ist ja natürlich, das ist natürlich kein dauerhaftes Item, das verbraucht man schnell. Aber er ist aus natürlichen Materialien. Was ist denn da für ein Buch drin? Ich dachte, ich weiß, was da für ein Buch drin ist. Das ist ja interessant. Ja, also wir haben hier einen Schwamm. So, dann gucken wir noch mal. Dann haben wir hier noch, oh, das geheime Goodie. Das ist groß diesmal. Auf Seite 59 zu öffnen. Wie immer öffne ich das nicht.
Aber ich gebe mal einen Tipp ab, das ist bestimmt irgendein Notizbuch oder so. So. Ich glaube, das war es an Goodies. Nee? Was ist das denn? Oh. Wir haben hier, ich würde sagen, das ist ein Stempel. Das wiederum könnte ich ja ganz gut gebrauchen. Aus Holz ist der geschnitzt, wenn es denn ein Stempel ist. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, eigentlich. Ein Wooden Stamp. Genau. Was das alles zu bedeuten hat, das erfahren wir gleich in der Spoilerkarte. Jetzt, oh nee, hier ist noch das Lesezeichen. Das habe ich ganz vergessen. Das Lesezeichen. So, jetzt aber. Jetzt kommen wir aber zu dem Buch. Upsala. Das sieht so aus. Das ist wieder relativ kleinformatig. Und das packe ich jetzt aus. La 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 la. Diogenes. Und zwar ist es von Scott Alexander Howard, Das andere Tal. Genau, das habe ich schon gewusst. Und ich fand, das klang vom Klappentext sehr interessant. Ich habe aber auch schon kritische Stimmen gelesen darüber. Erste kritische Stimmen. Ich bin gespannt. Ich schau mal. Ich lese erst mal hinten dir vor. Mal gucken, ob wir da schon genug daraus erfahren. Dieses Tal ist ein besonderer Ort. Geht man nach Osten oder Westen, stößt man auf den gleichen Ort, die gleichen Häuser, Hügel, Straßen. Doch alles ist 20 Jahre zeitversetzt. Nur in Trauerfällen dürfen die Grenzen passiert werden. Als die junge Odile zwei Besucher aus der Zukunft, als die Eltern ihres Freundes Edme, erkennt, weiß sie, dass er bald sterben wird. Was wäre, wenn Odile das ihr auferlegte Schweigen bricht? Ein bewegendes und außergewöhnliches Debüt über Freiheit und die Macht des Schicksals. Also es ist was Fantastisches mit verschiedenen Zeitebenen, die sich treffen. Das finde ich klingt total spannend, muss ich sagen. Also da würde ich jetzt einfach mal sagen, ja, das klingt auf den ersten Blick auf jeden Fall total cool. Und ich bin gespannt darauf. Jetzt lesen wir uns nochmal die Spoilerkarte durch, beziehungsweise ich lese sie und du hörst zu oder auch nicht, dann klicke gerne weiter. Das erwartet dich in deiner Schmökerbox. Fragst du dich manchmal, wie es wäre, wenn du einzelne Dinge in deiner Vergangenheit ändern könntest, Dinge verhindern könntest, bei denen du machtlos zuschauen musstest? Stürz dich im März mit uns und das andere Tal aus dem Diogenes Verlag in ein Gedankenexperiment. Was wäre, wenn? Wir können dir versprechen, dass es eine besondere Lektüre wird, die wenig Vergleiche zulässt und dennoch so viele Anknüpfungspunkte bietet, dass sie noch lange in uns nachhallt. In diesem Text musst du erst nach und nach das besondere Konstrukt von Zeit verstehen. Daher wollen wir dir, um nicht zu viel vorwegzunehmen, nicht zu viele Anhaltspunkte zu den Goodies geben. Na toll. Du wirst sie im Laufe der Geschichte alle erkennen. Der Holzstempel von Tranquilo steht für ein bedeutungsschweres Hobby. Die Thermosflasche von Greengate erinnert an eine Feldflasche und damit eine bestimmte Tätigkeit. Sie ist zweite Wahl, kann also äußerlich kleine, unbedeutende Macken haben. Der Schwamm von Tranquilo erzählt von einem Ort, an dem die Protagonistin nie sein wollte und der doch alles entscheidet. Der Pflegestift La Vera löste Erinnerungen aus und die Sehnsucht nach Veränderung. Das geheime Goodie mit der Seitenzahl darauf darfst du diesmal auf Seite 59 öffnen und für deine Träume verwenden. Aha. Also ein Notizbuch. Viel Spaß beim Schmökern. Ja, das werde ich haben. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, das Buch liegt nicht allzu lange auf meinem Sub, weil das klingt total spannend. So von der Machart her. Und irgendwie denke ich da an das flüssige Land, obwohl das mit Zeitreisen oder Zeitebenen gar nichts zu tun hatte. Aber das war auch so mysteriös, falls du das kennst, das flüssige Land von Raffaella Edel. Bauer, glaube ich, heißt sie. Ah, ich habe das Buch geliebt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das war die Schmökerbox. Was sage ich dazu? Buch, toll. Die Flasche,
Finde ich auch sehr, sehr toll. Den Stempel finde ich auch gut, kann ich verwenden für mein Book Journal auf jeden Fall. Da weiß ich schon mal, wo dieser Stempel landet im Book Journal, wenn ich dieses Buch nämlich lese. Pflegestift kann ich nicht gebrauchen, aber verschenke ich dann weiter. Und den Schwamm, den werde ich, haut mich jetzt nicht vom Stuhl, aber der ist auf jeden Fall nützlich und der wird gleich in die Küche wandern. Ja, so viel mal dazu. So, es geht weiter mit dem Unboxing. Und heute kamen zwei Boxen an und ich bin so aufgeregt. Ich bin so unfassbar aufgeregt. Es sind diese beiden hier, die Zauberbüchse und die Illumicrate. Von der Illumicrate habe ich bei Instagram schon etwas gesehen und oh mein Gott, ich freue mich sowas von dermaßen auf den Inhalt dieser Box. Und damit ich mich noch etwas länger freuen kann und du vielleicht auch, mache ich erst die Zauberbüchse auf. Da weiß ich zumindest, welches Buch da drin ist, aber noch nicht, ja, noch nichts über die Goodies. So, jetzt muss ich erstmal hier. Gut, beginnen wir hiermit. Irgendwo hier. Da. Alles klar. Moment, ich muss es mir hier mal ein bisschen sortieren. Das Motto der Box ist Silbernes Feuer. Und die Grafik, bildliche Darstellung auf der Karte lässt vielleicht schon erahnen, was für ein Buch da drin ist. Das sieht nämlich vom Cover her sehr ähnlich aus. Aber zunächst mal gucken wir, was sonst so drin ist. Und hier kommt mir schon, es kommt mir schon etwas entgegen, und zwar ein Löffel. Ein Löffel mit einem Yin- und Yang-Zeichen darauf. Ja, ich meine, man muss natürlich sagen, man kann es benutzen. Es ist nicht ganz unnützlich, der Gegenstand. Aber ich finde den so von den Kanten her ein bisschen. Die Kanten fassen sich so ein bisschen rau an. Mal schauen. Der wandert auf jeden Fall aber in meinen Besteckkasten. Und wenn ich mal Ausgleich brauche, dann nehme ich den Yin- und Yang-Löffel. Ob das was mit der Story zu tun hat? Löffel? Gibt da jemand den Löffel ab? Lahm. So. Oh, nichts verschütten. Ein großes Päckchen. Wir sehen hier schon ein Bild. Eine Cerealienschüssel. Ah, dafür ist. Ah, das. Mein Gott, dann macht auch wieder der Löffel Sinn. Ah, und zwar haben wir hier eine Cerealienschüssel für die morgendliche Portion Müsli oder Cornflakes. Innen haben wir hier so ein Wolkenmuster. Das sind das Wolken? Ach nein, ja, Wolken mit einem Drachen. In der Mitte. Und da passt natürlich auch jetzt der Löffel dazu. Das macht natürlich Sinn. Die ist sehr schön. Die ist schlicht. Aber sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ich bin jetzt nicht so der Cornflakes-Esser, aber ich finde sie trotzdem wunderschön. Ach Mensch, toll. So, es geht weiter. Was haben wir hier? Die Kraft des Tigers. Ich vermute mal, da sind die Cerealien drin. Hier steht jetzt erstmal nichts drauf. Bis 14.07. haltbar. Steht jetzt hier irgendwas noch? Ah ja, hier steht noch was drauf. Vollkorn Hafermüsli mit 10% Schokoladen und 10% Vollmilchschokoladenblättchen. Das ist es. Das finde ich ja mal toll, dass das alles so mal aufeinander abgestimmt ist, die Goodies hier. Dass man das alles quasi zusammen benutzen kann. Das gefällt mir ziemlich gut. Ich bin ja nicht immer begeistert von den Goodies, die hier so drin sind. Aber das muss ich sagen, das gefällt mir gut. So, jetzt gucken wir noch mal.
Jetzt gucke ich hier nochmal darunter. Wir haben hier, oh, jetzt habe ich das etwas eingeknickt, ein Page-Overlay für das enthaltene Buch mit einem Paar. Und wir haben das Lesezeichen, das Sammelobjekt. Auch sehr schön. Diesmal nicht in Schwarz, sondern in ja, Lila. So, und ich glaube, an Goodies war es das gewesen. Nein, Moment, hier ist noch etwas. Oh, genau. Wir haben hier noch eine Karte mit einem Brief der Autoren. So, jetzt aber denke ich, dass es das war. Ich kann das gleich nochmal auf der Spoiler-Card begucken. Dann zeige ich dir jetzt das Buch. Und zwar ist es dieses hier. Song of Silver, das verborgene Siegel von Amélie Wenzau. Das ist eine Paperback-Ausgabe. Und das ist der Farbschnitt der Bücherbüchse. Oh, das ist cool. Und hier unten haben wir eine Schildkröte. Ansonsten, hier haben wir so eine Aufklapp, da ist die Karte nochmal drin. Klappbroschüre nennt man das, glaube ich. Genau, und hinten haben wir ein Zitat. Ja, ich denke mal, es ist die normale, grundsätzlich die normale Verlagsausgabe, nur eben der Farbschnitt ist exklusiv. Also das Buch selbst ist jetzt keine Sonderausgabe der Bücherbüchse. Ich lese dir mal den Klappentext vor, um dir zu verraten, worum es hier geht. Ein Mädchen, eine verborgene Macht und ein Magier, der ihr Leben für immer verändern wird. Lan hat alles verloren, ihren alten Namen, ihr Zuhause, ihre Mutter. Seit die elantinischen Besatzer ihr Volk unterdrücken, verdient sie ihr Geld als Singmädchen. Als eines Tages der Mann auftaucht, der ihre Mutter getötet hat, flieht Lan und rennt dabei in die Arme von Zen. Zen ist einer der letzten Magier, die große Macht des Qi beherrschen, die von den Elantinern verboten wurde. Gemeinsam entdecken sie Lans verborgene Kräfte, die das gesamte Empire erschüttern könnten. Ja, weil so ein ein asiatisch inspirierter Roman, sieht sehr, sehr schön aus. Klingt auch sehr, sehr spannend. Da freue ich mich. So, jetzt gucke ich nochmal auf die Spoiler-Card, ob wir alles haben. Ah, das Buch, genau, exklusives Page-Overlay, Design von Witkowskaja Art. Foliertes Lesezeichen, auch von Witkowskaja Art designt, exklusiver Löffel mit Yin und Yang Gravur, exklusive Müsli-Schale mit Drachenmotiv und passendes Die Kraft des Tigers Müsli, exklusiver Brief der Autorin mit Karte auf der Rückseite. Dann haben wir alles. Ja, mein Fazit dieser Box. Ich muss sagen, ich bin diesmal sehr angetan. Ich bin vor allem sehr angetan, weil das einfach eine schöne Kombination ist. Hier hat man alles zusammen. Hier hat man eine wunderschöne Schüssel, einen dazu passenden Löffel und noch die Kraft des Tigers. Was will man mehr? Auch wenn ich jetzt kein großer Müsli-Fan bin, aber ich denke mal, das werde ich auf jeden Fall trotzdem essen. Genau, und dann das Übliche, die üblichen Goodies, die wir immer dabei haben. Ich freue mich, dass immer wieder diese Page-Overlays dabei sind. Die Karte mit dem Brief und das Lesezeichen, super. Und ja, zu dem Buch habe ich schon geschwärmt. Das Buch finde ich auch super interessant und schön. Das war eine sehr, sehr schöne Box, wie ich finde. So, und jetzt komme ich zu der Illumicrate aus England. Die mache ich jetzt auf und da bin ich mega, mega gespannt drauf. Oh, das ist so toll, das ist so toll. Hier haben wir die Spoiler-Karten mit dem Motto Fantasy. Also es hat was mit Unterwasser zu tun. Gucken wir nachher nochmal rein in die Spoiler-Card am Ende.
Jetzt fangen wir erstmal an. Ich ziehe erstmal hier eine Kleinigkeit heraus. Und zwar, oh, die sind auch schon ganz toll. Und zwar sind das so, ne, Klebezettel, aber die sind irgendwie ganz besonders. Da steht drauf, your magic is wonderful, I'll remember you. Aber die sehen so transparent aus. Und das, deshalb packe ich die mal aus, um zu gucken, ob das so ist. So, wir haben hier, ja, wir haben hier diese Zettelchen. Guck mal, die sind transparent. Die kann man so ins Buch kleben, theoretisch mit Notizen. Da braucht man aber so einen Stift zu, der schmierfest ist. Also so einen schwarzen, am besten hier so einen schwarzen Schreiber, der, wie heißt das, den man nicht abwischen kann, der nicht schmiert. Und dann kann man richtig schön seine Büchernotizen machen und kann trotzdem die Schrift noch dadurch lesen. So eine Zettelchen habe ich auch überhaupt noch nicht. Und ich finde es auch ganz toll, das sind auch nicht gerade wenig. Also ich kann jetzt nicht schätzen, wie viele das sind, aber ich denke mal, so 50 sind das bestimmt. Das gefällt mir schon mal mega gut. So, das war ja nur eine Kleinigkeit. Wir haben hier zwei Kisten. Und ich mache erstmal dieses hier auf. Und da haben wir ein Underwater Haven Plant Pot. Einen Pflanztopf. Oh, der ist auch schwer. So. Und der sieht so aus mit Unterwassermotiven. Eine Qualle. Das ist das ein Pferd, ein Unterwasserpferd. Fische. Und da ist der Taucher dazu. Boah, ist der schön. Ist der schön. Und der hat auch eine super Größe. Das ist auch nicht so ein Mini-Ding. Also hier kriegt man auch tatsächlich Pflanzen für. Und der passt farblich unheimlich gut in mein Arbeitszimmer, weil das nämlich grün, ein dunkles Grün ist. Und ich habe eine grüne Wand. Boah, den finde ich schön. Ist der schön. Ich liebe ihn so sehr. Boah, toll. Ach Gott, ist das toll. Ist das toll. Und jetzt kommt das, darauf freue ich mich auch total sehr, denn von diesen Teilen habe ich auch schon eins. Und es ist bei mir auch in Benutzung tatsächlich für eine gute Sache und ist sowieso schon übervoll und deshalb freue ich mich total, dass ich jetzt noch eins bekomme. Die Teile waren schon öfter in der Illumicrate mit verschiedenen Dekos. Und ich liebe es einfach sehr. Für mich ist es erst der zweite. Und zwar ist das hier so eine Buchvase in Form eines Buches. Und ich benutze das Teil, was ich schon habe, für meine Lesezeichen, die ich hier oben reinstecke, meine Lesezeichensammlung. Und dann nehme ich mir immer, wenn ich ein Buch lese, dann nehme ich mir, ziehe ich mir immer ein Lesezeichen raus und meins quillt schon über. Und jetzt habe ich noch ein zweites. Und das ist auch so eine schöne Farbe, auch so eine schöne Farbe. So sieht's aus. Hier ist der Buchrücken quasi. Und hier die Rückseite, das ist ja dann quasi hier der Buchschnitt. Ah, super. Mystical Sea Creatures. Auch passend zu dem Buch, was wir gleich entdecken werden. Ah, mega, mega toll. Und jetzt kommt noch etwas Tolles, was ich auch noch nicht habe und worauf ich mich auch so dermaßen gefreut habe. Und zwar haben wir hier ein Book Jacket. Aus ja, Kunstleder und innen drin ist so Nylonstoff und das ist innen gepolstert. Und da kann man hier sein Buch einschlagen und dann kann man hier mit einem Verschluss das verschließen. Und dann hat man einen wunderbaren Schutz für sein Buch. Gerade auch, wenn man Bücher hat, die jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel Bücher, die haben dann irgendwelche
goldfolierten Prägungen in dem Buchumschlag oder auch im Buch selbst. Und wenn man das Buch die ganze Zeit in der Hand hält, durch die Handwärme löst sich manchmal diese Goldfolierung. Und das ist total ärgerlich. Man kann das Buch dann entweder in irgendeiner Schutzfolie einschweißen oder man benutzt so ein Jacket hier. Und das will ich auf jeden Fall dafür benutzen. Und wir haben hier ja auch eine Seeungeheuer-Szene. Ah, das ist auch inspiriert von einem Buch. Welchem, das verrate ich dir gleich, wenn wir die Spoilerkarte uns anschauen. Aber zunächst komme ich zu dem Buch. Und auch das hat etwas mit Unterwasser zu tun. So, und das kommt hier wieder in einem Luftpolsterfolie, die ich jetzt erstmal auspacken muss, aufreißen muss. So. Und wir haben hier dieses Buch hier. Fathom Folk von Eliza Shan. Das ist der Umschlag. So sieht das Buch von hinten aus. Also von der Rückseite des Schutzumschlages. Und wir haben hier übergehend passend den Farbschnitt. Wunderschön. Und jetzt schlage ich das Buch erstmal auf und zeige dir Endpages, die wunderbar gestaltet sind mit Szenen aus dem Buch. Der Umschlag ist nicht beidseitig, also wir haben keinen alternativen Buchumschlag. So, jetzt gucke ich mal gerade, das Bild sieht ähnlich aus, aber es ist nicht ganz gleich. Es ist, glaube ich, ähnlich, aber nicht ganz das Gleiche hinten. So, und jetzt packe ich das Buch mal aus. Jetzt kommt nämlich das Beste. Muss ich nochmal, doch, das ist doch das gleiche Bild, vorne und hinten. Jetzt zeige ich dir nämlich das Buch selbst, ohne den Umschlag. Und das sieht so aus. Ist das nicht mega schön? Boah, ist das schön. Wozu brauchte dieses Buch einen Schutzumschlag? Das ist ja so mega schön. Ist das schön. Mega. Oh mein Gott. Jetzt ist eigentlich schon völlig egal, worum es geht. Das Buch sieht einfach mega aus. Aber ich lese mir jetzt mal durch, worum es geht und versuche es dir dann zu sagen. Mal gucken, ob mein Englisch reicht, um das sofort zu erfassen. Okay, so, ich habe es sehr gut verstanden im Grunde, worum es geht. Es geht hier um die Stadt Tiankavi. Tiankavi ist ein sicherer Hafen für die menschliche Zivilisation, eine Stadt, die halb unter Wasser liegt und halb über Wasser. Und sie ist aber gesellschaftlich zweigeteilt. Die Menschen leben oben und schauen quasi ja mit Verachtung schon in einer Art auf die niederen Bewohner der Stadt herab. Und das ist das Fathom Folk. Das sind Sirenen, Seehexen, Kelpies und Kabas, die eben unter Wasser, unter der Wasseroberfläche im unteren Teil der Stadt leben. Und hier in dieser Geschichte geht es um die Halbsirene Mira, die zum Captain der Border Guard aufsteigen will. Das bedeutet für sie eine Möglichkeit, ihrem unterdrückten Volk zu helfen. Border Guard, also Grenzschutz sozusagen. Aber den Respekt ihrer menschlichen Kollegen zu gewinnen, ist schwer genug. Und dann kommt Nami in die Stadt. Ich glaube, das ist ein Kerl. Also es sieht zumindest auf dem Bild aus wie ein Kerl. Ein sehr bekannter Wasserdrachen und ein Royalty des Fathom Folk, der ja Exil sucht in der Stadt.
Und dann gibt es von Extremisten begangene Sabotagen eines jährlichen Boot Races, eines Bootrennens. Und plötzlich, genau, bricht die Gewalt über die Stadt herein. Und beide, Nami und Mira, müssen sich entscheiden, ob es den Kampf lohnt oder ob Tiankawi vielleicht doch untergehen sollte, so wie es ist in seiner Form. Mal so viel zusammengefasst von dem, was im Klappentext steht. Das klingt super spannend. Nicht nur das, es ist einfach, dieses Buch ist einfach beautiful. Ja, Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll zu dieser Box. Ich bin sowas von. Jetzt gucke ich noch mal hier in den Flyer. Wir haben hier ein Mythical Sea Creatures Book Pot, haben wir hier gesehen. Dann haben wir ein Underwater Haven Plant Pot. Wunder, wunderschön. Wir haben Kraken in the Deep Bucket Jacket hier. Designed by Pauhami. Inspiriert von The Adventures of Amina al-Sirafi. Ist ja auch gerade auf Deutsch erschienen, das Buch. Passt aber auch, glaube ich, ganz gut zu dem Buch, was wir hier haben, von der Darstellung her. Beneath the Waves Sticky Notes. Die durchsichtigen, super cool. Ja. The best pen to use is a ballpoint pen. Schreiben Sie hier nochmal für die Sticky Notes, damit das Buch nicht beschmutzt wird, in das man den Zettel klebt. Ja, und dann natürlich das Buch. Mega. Ich bin absolut begeistert von dieser Box. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du dazu sagst, ob dich das absolut kalt lässt oder ob du meine Begeisterung verstehen kannst. Das war's mit meinem Unboxing für diesen Monat. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich freue mich über Likes, Kommentare, Fragen, Anregungen. Alles unten in die Kommentare. Gern ein Däumchen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.